Also ich werde sehr wahrscheinlich mit der Farmers die Tür zerschießen am Ende. Aber ich bin mir noch nicht ganz zu 100% sicher. You're right next Perfekt. To the Grand Washington Hotel. Okay, here we go. Here we go. Head to the service entrance on the east side of the building. Once you're inside, looks clear. Wait to the atrium. Hostile radio intercepted. I'm heading up there to the hostage. Everybody, get to the atrium. Saints here. The who now? Who I now? A big shot. Real unpleasant. Real we unpleasant. Need to kill this asshole. Dieser Stuhl hat mich gerade ganz schön hart bambuselt. To the top floor. Take the stairs to the right of the elevators and work your way up. Man konnte sogar noch sehen, wie der Aufzug zugeht wegen Saint. Ich sollte beim nächsten Mal auf jeden Fall darauf achten, nicht gegen diesen einen Stuhl zu laufen. Er ist nicht sehr hilfreich. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich da hinschießen will, um die alle anzuzünden und zu killen. Okay. Oh, ich habe die Splits ganz anders gemacht mittlerweile. Okay, ich muss eigentlich ab jedem Raum jetzt splitten. Holy shit, der war sofort tot, das war nicht gut. Egal, die sind jetzt alle tot. Ja. Okay. Okay, ich muss mich an die Splits gewöhnen. Die Ruinen sind dann also, sobald ich jetzt nach dem Öffnen des Aufzuges aus dem Raum rausgehe. The roof is on fire ist wann? Wann ist the roof is on fire? Das ist vor dem Boss. Weil der Ausgang ist die Tür. Ich guck mal. Beim nächsten Mal interagieren mit F ist dann halt die Ruinen. Das ist vermutlich dieser Part. Sobald ich gleich aus der Tür da rausgehe, ist dieser Part nicht mehr gemeint. Ja, das sind die Ruinen. I'm on the roof, holding for backup. I have eyes on you, Kelso. You see Saint? Ja, ich denke, das wird speedrun-mäßig eigentlich ganz cool dann. Durch die Capacitor. Ich will nicht wissen, was das gerade war. Ich habe irgendwie nicht geschossen, während ich gezielt habe. Dadurch hat das Hipfire gegen die Treppenkante geschossen. Dadurch ist es so leicht zurückgeplutscht. Aber es hat trotzdem getroffen. Okay. Das ist dann jetzt die Boss-Area. Ich bin gespannt, wie lange The Who Now überleben wird. Let's do this. Let's do this. Das? Yes. Perfekt. Okay, der macht viel Schaden. Und der braucht ziemlich lang. Aber es hält sich im Rahmen. Das war jetzt auf jeden Fall kein schneller Clear. Und Kelso wird hier ein bisschen Mobbing betreiben. Im Verlauf der nächsten Runs bin ich mir ziemlich sicher. Ich splitte dann einfach mal hier die Boss-Area. Sollte in Ordnung sein. Aber der Mob-Clear ist sehr, sehr schön. Ich muss nur super aufpassen. Manchmal werden die Spawns sofort gespreadet und gekillt. Je nach Mob-Spawn eben. Und manchmal muss ich das refreshen. Und da muss ich extrem auf Zack sein. Okay.
Dann schauen wir uns doch mal an, wie das jetzt läuft mit diesem Loadout hier. Okay. Delay ist vorhanden. Resident Alice Syndrom. Okay. Das ist schon mal ganz in Ordnung für die erste Zeit. Aber das geht auf jeden Fall schneller. Und was ich auch noch gegentesten muss, ist, ob nicht doch das Turret schneller die Tür geschrottet kriegt als das Assault Rifle. Es ist immerhin auf Hard. Und auf Hard hat die Tür sowieso nicht so viele Leben. Dann nutze ich doch einfach mal die Chance und gucke, wie schnell man hier wird das Ding platt kriegt. Schneller, tatsächlich. Okay, da muss ich also auch noch Glück haben. Und am besten übertrage ich wirklich den Skill. Also ich muss das Loadout hier mehrfach equippen, damit ich auch den Puls mitkriege. Den Puls werde ich nämlich vielleicht wirklich brauchen, um den Mob links zu entdecken. Ja, der Run war kacke. Möge der Raum ja auch entzündet werden mit einem Firestarter. Okay, Run's dead. Die Sticky Bomb war zwar auf dem Gegner, hat aber nicht gezählt. Schade. The Who Now? Habe ich einen Knick in der Optik oder schießt das Spiel mir gerade nicht auf Gegner, wo das Fadenkreuz rot leuchtet, die Sticky Bomb drauf? Sehr guter Spread. Überleben und seine Brustplatte muss jetzt platzen. Okay, hat es alles zu lange gedauert. Also, Run's dead. Schade. Okay, der Run's dead. Wunderschön. Das ist auch der gute Dot-Damage, der sich diesmal übertragen hat. Es ist ein Tank. Wow, die KI ist einfach instant losgesprintet. Der Mob hat viel AP. Ah, es ist ein Tank. Das habe ich auch noch nicht gesehen oder seit langer Zeit nicht mehr. Das ist ein Mob. Ah, ich bin verbrannt. Dadurch habe ich voll die Bauchschmerzen. Kipp voll vorwärts. Voll in den Firestarter rein. Und die Leiche blockt den Firestarter genau auf den Spot, wo ich durchlaufe. Und die Mobs schießen einmal, zünden den Firestarter. Ich hätte sonst als Backup einfach nochmal den Firestarter in den Spawn geschossen. Kein Problem. Ein weiterer Schuss nahezusetzen, kein Ding. Aber die haben geschossen und den Firestarter getriggert. Oder der Mob, der gebrannt ist, hat den Firestarter getriggert. Die Leichen, die zählen ja noch als brennend und dann triggern die den Firestarter. Ein sehr alberner und sehr gemeiner Tod. Aber okay, was soll man machen? So, eine Sprintsticky hier rein. Schon wieder daneben. Ohne Witz, ich habe noch nicht ein einziges Mal getroffen. Oh, guck mal, ein Tank, der runs dead. Jetzt treffe ich ihn. Ich schwöre, dass ich ihn jetzt treffe. Radio intercepted. We're under attack. It might be a diversion, so be ready. Mann, wie kann ich den denn immer verfehlen? Boop. Extra seine Leiche abgewartet. Warum sind die Mobs da hinten gespawnt? Das ist strange.
Das ist strange. Oh Gott, die sind nicht angebrannt, weil alle Mobs zu schnell tot waren. How do you like my driving? Nobody liked the driving ever. Schade. Pass auf. Noch ein Tank. Immediate medical assistance needed. Alles klar, Spiel, danke. Alles klar, Spiel, danke. Ah, das Spiel macht Schwung. Ach echt, das ist das Grand Washington Hotel, Manny. Thanks for the info. Okay. Solider Start. Weiter geht's. I'm heading upstairs to the hostage. Everybody, get to the atrium. Shit. Saints here. The who now? Hyena big shot. Real unpleasant. Dieses Dickiebomb sollte treffen. Jesus, das Spiel hat kurz so getan, als hätte sie nicht getroffen. Aber die war richtig gezielt. Das Spiel war einfach nur langsam in der Registrierung. So wie eben auch mit dem Firestarter. Ich mache den Firestarter übrigens genau gleich. Wieder an dieser Stelle. Die Mobs gehen in die Deckung. Ich werde ihn zünden. Die Mobs brennen an. Magic. Verrückt. Ich mache genau das gleich wie vorhin. Und diesmal funktioniert's. This is amazing. Hey. Nice. Das war... Oh. Eine wunderschöne Lobby. Beautiful. Please don't detonate it, Kelso. Thanks. Out of fucking nowhere, der Mob wird gewone-shotted. Jesus. Ich schieß schon die sichere Strat, die quasi das geringste Fail-Risiko hatten, dann das Spiel einfach so, hey, dein Firestarter macht jetzt besonders viel Damage und der Mob stirbt sofort, sodass er keinen Status-Effekt hat, sodass er nicht mit Eclipse den Status-Effekt spreadet. Danke, Spiel. Die Sticky-Bomb war sehr schnell da als Backup. Da bin ich auch froh drum. Das hat also nicht viel Zeit gekostet, nur 2 Sekunden. Aber Jesus, es ist so unnötig. Es fühlt sich einfach nicht nötig an, dass das so passiert. Nice. So möchte ich die Ruinen sehen. Der Agent war ganz gemütlich die Tür auf. Alles klar. Holding for backup. So, Sprint-Sticky. Diese Explosion trifft mich dadurch jedes Mal. Looks clear! Hätte ich rollen müssen bei der Explosion, um nicht gestaggert zu werden. Aber der Time-Loss ist echt erträglich. Quasi kaum vorhanden. So, die Frage ist jetzt aber, schaffe ich den Bossfight? Was sagt Kelso dazu? Let's do this. Let's do this. Dachte ich mir. Ja dann, kann ja nichts schief gehen, wenn Kelso das schon sagt. Fuck, da war eine Säule. Shit, Saints hier. Who now? Und noch... Ne, ich dachte schon, da wäre noch ein Tank gespawnt. Jetzt geh aber mal down hier. Einfach alles andere anzünden. Who now?
Ist Kelso da? Kelso? Ah, Kelso ist so mittelmäßig, das ist aber in Ordnung. Kelso, please! Musste ich eine extra Runde drehen, weil Kelso nicht auf den Punkt gelaufen ist. Sie ist an dem Punkt vorbeigelaufen, die Blöde. Aber der Run sieht gut aus. Man könnte fast sagen, it's safe for now. There we go. Die S-Setup ist drin. Möge die Tür nicht lange halten. Komm schon, kommt raus, kommt raus. Okay, fick dich. How do you like my driving? Genau gesehen. Da kommt jetzt erstmal die Drohne angefahren. Kann ich die zerstören? Nein. Okay, dann müssen die Mobs jetzt zuerst sterben. Ich glaube, der Mob zerstört gerade den Run im Alleingang. Tja, ist zwar 5-11. Hätte bestimmt auch 5-5 oder knapp noch weniger sein können. Aber dieser Drohnenmob hat auf Teufel komm raus nicht aus der Deckung rausgeschaut. Das war leider schade. Aber die Zeit ist trotzdem ganz gut. It's okay.